Vor etwas mehr als 200 Jahren, nämlich im Jahr 1809, eroberten Andreas Hofers Truppen in Eicher eine bayerische Sturmfahne, die seither im Besitz der Schützenkompanie Schaps war. Unter dem Motto Tirol trifft Bayern wurde diese Fahne nun auf der Franzensfeste den bayerischen Schützenkollegen zurückgegeben. Eine symbolträchtige Geste zwischen einstigen Gegnern, die längst zu Freunden geworden sind. April 1809. An der Ladritscher Brücke bei Eicher toben schwere Kämpfe zwischen Tirolern und Bayern. Als die österreichische Armee anrückt, versuchen die flüchtenden Bayern, diese wichtige Verbindung zwischen Bustertal und Brennerstraße zu zerstören. Dabei fällt den Tirolern eine bayerische Sturmfahne in die Hände. Heute, über 200 Jahre später, wurde sie zurückgegeben. Als konserviertes Original unter Glas und als Neuanfertigung samt Original erhaltener Fahnenstange. Für uns war es natürlich jetzt eine ganz besondere Freude, den Bayern diese Fahne, die wir ihnen einst abgenommen haben, wieder zurückzugeben, weil wir heute das Empfinden haben, dass die Bayern unsere Freunde sind. Das ist einer der erfreulichsten Aspekte dieser Geschichte. Aus Gegnern sind Freunde geworden. Lange schon. Heute wurde diese Mosaik der tirolisch-bayerischen Freundschaft ein weiteres Steinchen hinzugefügt. Das ist ein Zeichen von einer tiefen Verbundenheit von unseren Schützen untereinander, von den Gebirgsschützen und von den hiesigen Schützen. Wie ich schon gesagt habe, die Schützen selber waren ja nie untereinander verfeindet. Das war eben die Obrigkeit, die uns die Kriege aufgezwungen hat. Das ist heute, seitdem wir den gemeinsamen Schützenbund haben, direkt eine Selbstverständlichkeit, dass man uns gegenseitig besucht und dass man miteinander gut auskommt und befreundet ist. Die Gebirgsschützenkompanie Audorf nimmt die Fahne stellvertretend für Bayern entgegen. Die Idee, das alte Stück zurückzugeben, ist eigentlich einem Zufall zu verdanken. Diese Idee ist vor etwa 10 Jahren aufgekommen, als wir in einem Buch nachgelesen haben, dass im Jahre 1956 die Bayern eine Finchgau-Schützenfahne dem Land Tirol zurückgegeben haben. Für den bayerischen Staatsminister Marcel Huber als Festredner ist die Rückgabe eine Geste mit hoher Symbolkraft. Eine Geste der Freundschaft. Aber es geht nicht nur um Schützen und Fahne allein. Wir sind hier im Alpenraum mit gemeinsamen Aufgaben betraut. Die Dinge, die der Klimawandel zum Beispiel, die Verkehrsinfrastruktur oder der Verlust der Artenvielfalt mit sich bringt, trifft alle im Alpenraum gleichermaßen. Und wir brauchen Lösungen für diese Probleme, die man am besten findet, wenn die Nachbarn und Freunde miteinander zusammenarbeiten. Apropos Zusammenarbeit. Damit das große 4-tägige Volksfest in der Franzensfeste so ein Erfolg wurde, haben rund 400 Bürgerinnen und Bürger aus Schaps und Eicher mitgearbeitet. Die Schützen freut's. Es spiegelt auch wieder, dass wir auch verankert und geschätzt sind in der Dorfbevölkerung. Mai 2013. Die Krieger ziehen ab. Ein Relikt aus fernen Zeiten. Denn inzwischen sind aus Feinden längst Freunde geworden. Die alte Sturmfahne war nur ein weiterer Beweis dafür.